Unfälle mit Lastkraftwagen sind oft spektakulär und folgenschwer. Der Anteil am Gesamtunfallgeschehen ist zwar nicht überproportional, aber hinsichtlich der Unfallschwere fallen sie aus dem Rahmen. Bei Unfällen, an denen LKWs beteiligt waren, starben im letzten Jahr annähernd 2000 Personen. Ein Zehntel davon waren Insassen von Lastkraftwagen, 1800 waren andere Verkehrsteilnehmer. Sind die Kapitäne der Landstraße leichtsinnig und rücksichtslos? Die meisten sicher nicht. Das Problem ist aber, die bedeutend größere Masse ihres Fahrzeugs verlängert den Bremsweg. Ein Vergleich. Dieser PKW hat eine Reifenaufstandsfläche, das heißt die Fläche aller Reifen, die die Straße berühren, von 80 Quadratzentimetern sowie ein Gewicht von einer Tonne. Dieser LKW verfügt über eine 12-fache Reifenaufstandsfläche, hat aber das 38-fache Gewicht. Was das bedeutet, demonstrieren wir hier. Ausgangsgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde. Der PKW kommt schon nach einem Bremsweg von 25 Metern zum Stehen. Der 38-Tonner benötigt 13 Meter mehr als der PKW. Vergleich 2. Ausgangstempo jetzt 80 Kilometer pro Stunde, also Autobahnhöchstgeschwindigkeit für LKW. Der PKW kommt nach 46 Metern zum Stehen. Den LKW schiebt seine Masse noch 59 Meter weiter. Prallt der LKW mit noch 60 Kilometer pro Stunde auf einen stehenden PKW, zum Beispiel an einem Stauende, haben die Insassen kaum eine Überlebenschance. Der LKW-Fahrer hätte diesen Unfall ohne Verletzungen überstanden. Besonders bei Staugefahr auf der Autobahn muss für alle Fahrer gelten, früher vom Gas, mehr Abstand halten, an den längeren Bremsweg denken, damit das nicht passiert.